Es ist Donnerstag, vielleicht 18 Uhr oder vielleicht auch Donnerstag. Subtle steps. Und wir versuchen irgendwie die Centerin zu beklauen noch, weil ich schon mal hier bin. Ich weiß nicht, ob das Spiel nochmal rechnen wird. Eigentlich wollte ich irgendwelche Zwerge heute umbringen. Das ist halt einfach nur noch nicht passiert. Ich habe übrigens noch nicht den Fahrstuhl in den Untergrund gefunden, fällt mir gerade so ein. Den müsste es ja theoretisch auch noch irgendwo geben, ne? Die Zinterin bereiten noch anscheinend alles hier für die große Sprengung vor. Aber mir ist halt noch nicht so ganz klar, wie. Ist ja witzig, dass sie so viel Sprengpulver haben, aber. Achso, das führt wieder zu den Raum. Achso. Dass sie so viel Sprengpulver und Zeug haben. Aber dann. Irgendwie immer noch keine Schusswaffen entwickeln wurde in dieser Welt. Eastor? Okay, achso, also. Hier quasi einmal im Kreis gelaufen. Naja, ich verstehe schon. Na gut, ja, ansonsten, aber davon abgesehen, dass es hier noch eine Tür gibt, die man. Warte mal, was? Was habe ich gefunden? Achso, Rettungswurf verängstigt. Ach. Weiß ich immer noch was gegen 100. Mal davon abgesehen, dass es hier noch eine Tür gibt, die wir eventuell vielleicht noch irgendwie öffnen könnten. Also irgendwie so ein bisschen hohl, dass die anderen Charaktere nicht mitmachen. Nein, die kein Todesring haben. So, wenn ich jetzt den rundenbasierten... Nee, das ist halt das Ding, ne? Du bist halt im rundenbasierten Modus, aber die bewegen sich halt immer noch alle Leute. Kann ich mich nicht mit Nebelschritt... Oh, ich kann mit Nebelschritt in die Tür reinlaufen. Dann machen wir das doch mal. Ich würde nicht vorstellen, dass ich Nebelschritt in nächster Zeit nochmal brauche. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer physischen Schaden. No talking your way out of this. You'll have to defend your actions the old-fashioned way. Echt jetzt? Ja, das ist ja ein bisschen lächerlich. Also dass es halt nicht rundenbasiert geht, ne? Okay, dann machen wir das jetzt nochmal genau so. Nur ich diesmal nicht zögere, irgendwelche Beschreibungen zu lesen. So, das sollte eigentlich erfolgreich das Versteck ausrauben. Ja, dann haben wir auch alles gemacht bei den Zentren, was wir tun wollten. Und absolut niemand weiß, dass ich da war. Hervorragend. Judy, dann wird Zeit, dass wir ein paar Zwerge töten, würde ich mal sagen. Wir müssen nur noch mit unseren... eigentlich erlebt er erstaunlich schnell die verschiedenen Abschnitte, dafür, dass ich ja gerade an komplett anderen Orten war. Whatever comes, I'm ready. So, dann können wir jetzt nämlich mit dem Boot endlich mal losfahren. Wo ist denn das Boot? Ah, hier mit dem Boot. Und gucken, ob wir da rauskommen und können dann vielleicht Dinge tun. Mal schauen. Was genau habe ich gerade geklaut? Das ist irgendwas mit beschworenen Wesen, was mir leider gar nicht so viel bringt. Die beschworene Kreatur des Trägers hat Resistenz gegen alle Schadensarten außer physischen Schaden. Zu Beginn des Zuges der beschworenen Kreatur muss dieser einen Rettungswurf gegen Weisheit bestehen, oder sie wird wahnsinnig. Dämonen beißen ihren Meister, Sklaven, Kameraden, Erzfeinde, Haustiere, Umgebung, Waffen, gelegentlich auch sich selbst. Sie beißen aus Prinzip und verhalten sich wie Piranhas mit Beinen. Ah ja, okay, total super, der Abgrundrufer. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut. Der Gegenstand ist absolut nutzlos für mich. Kann das Tarin das Ding lesen noch wieder? You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by okay, er kommt nicht weiter, das ist sehr schade. Inspirationspunkt, kein Moment. Okay. Okay, ich habe noch 4 Inspirationen übrig, so wie es aussieht. Na gut, dann nutzen wir jetzt das Schiff und fahren los und hoffen, dass ich nicht direkt mit einer kompletten Gruppe sterbe. Und da reicht Yoga-Boot. Oh, das Boot ist bereit zum Fahren, dann fahren wir doch. Schön, wie Gale einfach nur da steht und die Arme verschränkt, während wir mit dem Boot losfahren. You! What are you doing on Gex Raft? Where's Gek? Who are you?
Oh, wir könnten was mit dir absolut machen. Also er fragt, was wir auf Gags da im Floß machen und wozu alle Gag ist. Täuscht nicht, fürchte Gags noch. Die Mykoiden haben ihn erwischt. Einschüchtern, Name ist absolut. Ihr werdet nicht passieren lassen. Versuchen die Paladin. Dogans Waffe schützen. Vom Metallstiefel. Ach gut, dann mache ich das auf jeden Fall. Das klingt lustig. Das möchte ich tun. Ich habe noch gar keine magischen Schuhe auf Schattenherz. Das muss ich gleich mal korrigieren. Aber es könnte klappen. Vielleicht. Erfolg. Astarion ist einverstanden. wir haben ärgerlicherweise nicht die Initiative. Können wir nicht. Das ist auch sehr witzig, dass wir jetzt hier so einen Seekampf haben. Meine Leute haben alle nicht die Initiative. Das ist halt irgendwie sehr ärgerlich jetzt, ne? Ja, warte mal. Bevor ich auf irgendwelche Leute schieße, ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn ich so eine Bombe rüberschmeiße, oder? Wie viel haben die denn? Oh, die sind alle mega stark. Och. Alchemist Akram, Bona, Novice, der Alchemist, der macht. Na gut, aber die könnten nicht, glaube ich, beide treffen, oder? Ich versuch's mal damit. Warte mal, ich kann das Boot zerstören? Ah, ne, ich habe die wasserdichte Truhe kaputt gemacht. Na gut, Dann hoffe ich mal, die machen nicht so viel Damage, die Bande. Dann können wir halt zweimal schießen, oh. Schuss fangen. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Alter. Ernsthaft? With ease. Es ist ja schon wieder lächerlich, wie viel Damage die machen können, ne? Alter. Ja, zumindest einer weniger, der rumballern kann, ne? So, jetzt gucken wir mal dran. Der Novize. So, dann muss Karl auch diesen Typen hier am besten mal. Kann ich ihn direkt schubsen? Okay, gut, das war ganz praktisch, dass das funktioniert hat. Also sie hat leider gerade den falschen Hut auf. Das ist natürlich ein extrem ärgerliches Dings. Also ich kann noch mal schießen, ne? Was? Ach nee, ich habe ja. Warum kann sie denn nicht mal schießen? Achso, weil sie nur nach dem Angriff noch eine Aktion kann. Ja, was sollte ich tun? Ja, wahrscheinlich erstmal heilen das Wort. Ich meine nicht hin, dass ich jetzt den anderen Hut noch schnell aufsetzen kann. Nee, Mist. Dann machen wir erstmal heilen das Wort von dem Ding hier, oder? Naja. Der nächste Typ tötet mich halt auch wieder, ne? Ich glaube, hier werfe ich noch so eine komische Brandbombe hier rüber, ne? Die erste war schon effektiv. Das zählt aber zum Glück nicht als Aktion, die Dinger fallen zu lassen. Okay, gut. So, machen wir das hier nochmal. Die sind nicht tot! Das ist aber eine Frechheit, dass du mit einnimmst und überlebt, der Penner. Oh Mann, ey. Dass jetzt alle Leute mehrfach angreifen kann, ist voll nicht okay. So, okay, muss ich jetzt echt meinen zweiten Feuerball werfen hier, die Bande? Wahrscheinlich am einfachsten, oder? Krieg ich die mit dem Blitz? Ja, Feuerball ist. Fress das, ihr Penner. Ah ja, wir haben das Ruder entdeckt. Naja, alles sehr unbefriedigend hier, muss ich sagen. Aber naja, gut, denn, darf erstmal eine göttliche Macht. Da sind alle meine Leute wieder dabei. Sehr gut. Dann könnte ich noch ein paar heilendes Massenwort machen. Das heben wir noch auf, würde ich sagen. Naja, gut. Super. Ärgerlicherweise habe ich natürlich zwei Leute einfach runtergeschoben vom Boot. Ich meine, wir hätten ja mit den Leuten noch reden können, ne? Naja. Do you mind? I'm very busy. Er ist gerade beschäftigt, aber wir können nicht mit den Leuten hier reden. Ja, also die Zwerge, die verlangen mir schon ganz schön was ab, muss ich sagen, ne?
Weil die sind halt irgendwie doch relativ... relativ stark. Perfekt, das blaue Blütenhalt ist das Zeug hier. Zur Warn hinzufügen und K noch in die Hand drücken. Warum ist er eigentlich überladen? Und Kriecher. Hm. Well, well, well. Auf jeden Fall Waren. Achso, das heißt das Zeichen, dass die Leute überladen werden, wenn sie das tun. Oh, die. Die wasserfeste Truhe hat nicht überlebt. Das ist sehr ärgerlich. Me? Das waren bestimmt nicht alle Tiefenzwerge. Ich kann nicht mal mit ihnen in ihrem Boot weiterfahren. Das ist ja ein Elend. Da habe ich schon gegen zwei Zwerge weniger gekämpft, ne? Naja. Naja. Gut, dann setz mir mal wieder die Intelligenzkappe auf. Nur für den Fall, aber wahrscheinlich brauche ich eher das andere Ding. Naja, fahren wir weiter. Craft is ready to sail. Zum Beispiel, nee, die Fahrt werden sie fortsetzen. Was soll schon schief gehen? Außer noch mehr Zwerge. Ich habe jetzt schon wieder beide meine großen schweren Ladungen verbraucht, ne? Und das Untergrundreich ist schon interessant, sag ich mal. Firma ruft? Ernsthaft? What do we got here? Dead hoon walking, seems like. Got any reason I shouldn't sever your head and toss it to the Rothe? Hallo auch dir. Not in the mood for another fight, believe it or not. Can we play nice? Karlach meint, sie ist nicht in Stimmung zu kämpfen. Ich bin einfach sehr, wer hat mehr Respekt dafür? Lass mich durch, wir können Ärger. Ja, ich versuch's mal damit, ohne die Larve zu benutzen. That's so. You feel the slightest of stirrings in your head. The Duergar is not infected, yet your minds resonate. Verdammt. I'll be. You ain't shitting. Felt the tingle. In that case, let's talk business. Your twat's old friend Nair caused a rockfall, trapped tighter than a hornet's arse. Couple of known slaves stuck with him too. Little bastards. You absolute shaggers owe us a crapload of coin. You want through? Make a donation. Na super. Also, das anscheinend, also die Duergar nur gemietet wurden und die sind nicht wirklich dabei und sie möchte jetzt Geld von uns haben, um uns durchzulassen. Was hier? Oh, ich kann noch mal Fragen stellen. Deep gnomes mostly. Easy to feed. Fat thumbs for digging. That a problem for you? Also der andere Typ meint, ja, Tiefenblume, sie sind super beim Graben. Ja, ich habe keine Verwendung für euch, Sklaventreiber. You'll work through it, Jarg. Now pay up. Don't got all day. Ich verstehe wohl nicht. Ich schlitze euch hier jetzt auf. Ja. Choke the life out of you. Shit for brains. Ich hoffe, ich habe Initiative. Und zwar, das ist hier gerade eine sehr schlechte Idee. Okay, ich habe in der Tat Initiative. Und es sind nur zwei Gnome. Und da hinten ist ein Schnellreisepunkt. Wie stark sind die Morgul? Kleriker der Ladunga und Steinwächter Ork. Das Tarin ist der Typ, der hier steht, ne? Ja, mit Schlafen kannst du ja auch keinen mehr abholen, ne? Ziel zu nah, ja, nee, das wird dir wahrscheinlich ein Messerding sein. Kann ich um sie herumlaufen? Ohne Angriffen zu führen? Ah, ne, kann ich nicht. Okay, naja, dann werde ich wahrscheinlich. Doch, das geht. Nice. Versuchen wir das mal. Sie ist nicht verstummt. Warum auch immer nicht.
Das hat sogar funktioniert. Das hätte ich mal als erstes machen sollen. Rough tempest I will raise. Ach, er hat noch das falsche Dings oben. Verwundener Strahl. Das, ich glaube, wir müssen mal anfangen damit. Verängstigen. Ah, das glaube ich. Fuck. Das hat nicht funktioniert. Darauf habe ich viel gesetzt. Na gut, dann werden wir jetzt Damage nehmen. Oh, really. Na gut, dann. Aha. Also diese Durga sind schon sehr nervig. Die können echt viel Zeug. Und das nervt schon sehr, muss ich sagen. Jetzt stehe ich hier so ein Stummdings. Was ist denn das? Okay, das funktioniert leider nicht. Naja gut, das war natürlich dann ein bisschen verschwendeter Zug. Da kann man wohl leider nichts machen. Oh. Zumindest das hat funktioniert. Achso, der Verstummungskreis hier hält aber immer noch. Das ist ja ein Elend. Na gut, dann machen wir das hier noch. Der Verstummungskreis gibt es nicht mehr. So, dann müsste irgendjemand ihnen aufhelfen, aber ich glaube nicht, dass es Dings sein wird. Ach, ernsthaft. Nerven aber auch. Ich hoffe, das kann er den dreimal angreifen. Ja gut, dann müssen wir ihm wohl leider aufhelfen. Da hilft ja wohl alles nichts. Ich glaube, da muss ich direkt meine erste leichte Rast machen, ne? Heilendes Wort. Ja, nee, das können wir uns echt, glaube ich, genauso gut sparen, ne? Ja, nee, dann machen wir das hier, glaube ich, ist sowieso eine Bonusaktion. Das hält sich zwar selber dadurch nicht so viel, aber ich eh noch eine leichte Rast hinterher werfe. Und dann haben sie noch Klingenband, das ist bestimmt total super. Erfahrungsgemäß beendet Carla solche Situationen eh. Oder doch nicht? Ich weiß übrigens nicht, warum Astarion immer im Vorteil gegen diese Typen ist. Und Bonusschaden macht. What's next? Ja, also nee, also mit raustäuschen, klappt irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ja, die gute Morga, ja, das, stehende Warenständen. Achso, das zählt offiziell sogar als Stehlen. Wenn das irgendjemand in Frage stellt? Meine Steinwächter Orgal war mir ja eigentlich sogar. Oh, Ringpanzerrüstung. War ja eigentlich sogar irgendwie mir positiv eingestellt. Ne? Königsmesser. Warte mal. Ist gar nicht so schlecht, ne? Beidhändig kämpfen? Ich habe übrigens ein bisschen das Gefühl, dass ich hier ein bisschen. Let me work my magic. Ja. Achso, Stufe 3 wieder? Ja, das müssen wir mal machen, ja? Na, aber zumindest ein Spell-Slot. Naja, gut. Jo, dann müssen wir mal noch ein anderes Amulett mit ihm tragen. Wer das Ding macht. Ach, das ist der sengende Schrein. Haben wir sogar. Den habe ich bloß nicht gesehen. Das Beobachterauge ist eigentlich gar nicht mal so gut dafür, dass es ein lila Gegenstand ist. Das ist eigentlich so mittelgeil, ne? Hat ich nicht noch einen Ring der Fähigkeiten gibt? Sag mal, hatte ich nicht irgend noch einen Gegenstand, der noch zusätzlich viel kennt? Was habe ich da nochmal rumgetauscht oder nicht? Oh, ich habe es anscheinend verkauft. Egal. Ich habe gemerkt, dass Schattenherz noch normale Stiefel anhat. Lange deine Stiefel haben sie in Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Ja, das ist schon mal sehr praktisch für sie eigentlich. Warum benutze ich die Schuhe nicht? Warum hat sie noch normale Schuhe getragen, wenn meine ganzen Inventare voll mit irgendwelchen magischen Gegenständen sind? 777 Gold ist natürlich auch eine schöne Menge. Sonst noch irgendjemand hier Standardgegenstände auf Tasche? Nö. Nö, passt eigentlich so weit. Wir könnten noch Selunes Träne zaubern aus den Dingen. Und wir haben noch das Ding hier. Absoluten Beistand. Ja, nee, ich glaube, ich würde dann sagen, wir machen jetzt noch eine kleine Rast.
lovely little pack we have. So, sind alle wieder da? Was anstrengend ist, 4 Inventar zu Menschen. Ja, offensichtlich, ne? Na gut, dann sind wir jetzt hier in der Zwergenschmiede angekommen. Und plündern, als gibt es keinen Morgen mehr, weil offensichtlich. Mal sehen, wie viel wir uns hier noch durchquatschen können, weil an sich. Okay, das ist das schon eine Schwerdenschmiede. Ältester Rote? Rote Kalb? Was? Die schreit um? Losing your mind it is. Probably the tadpole. The weirdest things seem to be. Aha. Das Echo kommt aus 3 Richtungen? Hingerichteter Drown, ah ja. Displaying a drow corpse in the underdark. Someone's trying to make a statement. Ja, das ist halt ein sehr klares Statement. Apropos Statement, ich habe doch hier noch meinen Methodenreden-Dings, obwohl das kann ich auch eigentlich so, aber. Ich glaube, es ist leichter, welche Gegenstände umzutauschen als das andere. Mal sehen, was der Drown zu sagen hat. The corpse regards you lifelessly. So viele Fragen. Wo sind eure Wärter? Okay, hat keine. Okay, was hat sie gemacht? Threat to Baldur's Gate. Jahira's orders. Hey, Jahira, das ist ein Name, den kenne ich. High Harper Jahira, Savior of Baldur's Gate. Incredible. Aha. Gut, dass ich eine Frage nach wertvollen Dingen. Wo kommt ihr her? Na, wahrscheinlich aus Baldur's Gate. Was hat dich getötet? Wer seid ihr? Harper Scout. Mhm, also sie ist Speer des der Hafnerin. Okay, was ist euch zugestoßen? Ja, wahrscheinlich Falle. God. Interrogate. Mind. Wer hat euch getötet? Ja gut, das ist ein Wurf. Speer, also wie gesagt. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Also diese Drown war keine. Hat hier nicht zum Verein gehört, sondern war von woanders. Eigentlich auch sehr interessant, ne? Also die heilenden Worte sind ja durch, ich muss noch das Lunes Tränenamulett tragen. Faszinierend. Unterreicht Dwergerboot? Achso, dann könnte ich wahrscheinlich wieder zurückfahren, oder? The boat beckons you aboard. Was? Das Boot lockt dich am Board? Also es ist halt nicht, dass ich gekommen bin, oder was? Na, da müssen wir jetzt hier einmal rumrennen, mit den Leuten reden. Oh, Dana? Ich sollte vielleicht mal Gale vorschicken, der ist ja nicht der Redetyp. Reinforcements, huh? Let's see how long you last. Naja, okay, sie hatten uns also alle für Dings. Fascinating architecture. Doesn't match the style of any underdark civilization that I know of. Whoever built it, they let it rot. Come into her shadow. Let all that is past be forgotten. Ob das Lold-Anhänger sind? Naja, gut, das sind anscheinend Steinmetz-Gerigan. Also das ist. Die waren vorhin daran interessiert an der Kunst, ne? Steinmetz-Kith? Ne, der will mit dem Handel, ne? How peculiar. Smooth face. Cobbled edges. They're a sign. They must be. A sun dweller in these parts. Look here, my topside friend. I need fresh eyes. And I doubt I'll find fresher. Ah ja, also er freut sich über irgendwelche scharfen Kanten und Dingsbums, der Steinmetz. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass das, während sie gleichzeitig irgendwelche Tiefengnome als Sklaven halten und ziemlich brutal im Untergrund vorgehen, ist hier trotzdem ein Steinmetz, der irgendwie die hohe Kunst für irgendwelche Steine sieht, ne? Was soll ich mir anschauen? The rock, the rubble, all of it, if I may be so bold. Take a look. Tell me what you see. And be thorough. Ich soll ihm ausführlich sagen, was ich sehe. Geschichte und Nachforschung, Wahrnehmung. Ich versuche es einfach mit Geschichte. Da kann noch ein bisschen göttliche Führung rum drauf. Oh fuck. Obwohl. Aha! The statue's meandering curves and golden edges stand out against the weathered masonry behind it. Goldenes Mauerwerk. Two styles, two eras. The statue was carved from newer stone and erected by latecomers to this ancient fortress.
Anything standing out? Also das Ding besteht aus zwei Zeitaltern. Und die Statuen wurden aus neueren Steinen gebaut und erst später dazu gestellt. Nachforschung? Nochmal 10 oben drauf. Oh, na gut. Das sollte im Rasen noch reichen. Boulders and stone bricks of various sizes clutter the corridor. Many split cleanly in two. Yet some walls remain fully intact. No quake brought these rocks down. They were smashed through in an instant. Something big charged through here. Something very big. Also die meisten Sachen sind... What do you think? Also die meisten Sachen sind noch... meisten Sachen, die kaputt sind, wurden in einem Moment kaputt gemacht. Die anderen Sachen, die noch stehen, stehen halt noch. Das spricht dafür, dass kein Erdbeben, sondern was Großes hier durchgestürmt ist. So, versteckte Kuriositäten. Ich kenne da Boni für. Ach, na gut, dann... Leider nicht, leider nicht. Man kann nicht alles haben, würde ich sagen, wa? Nothing odd catches your eye. Bereit für meinen Bericht. Yes, the rubble. Oh, it was a great beast that tore these walls down. I should have known. The statue is newer than the fortress, you say. So obvious in hindsight. Alas, you've left me with more questions than answers. My survey continues. Ah ja, also er meinte, er hat jetzt mehr Fragen als Antworten vorher und nachher ist es alles sehr offensichtlich für ihn. Er ist, ich glaube, er klang so ein bisschen glücklich. Haben wir dadurch, ich kriege nie Sympathie bei irgendwelchen Leuten, oder? Schriftvoller Eissturm, ja. Feuerball, Feucht, Fliegen, ne. Also diese Magie, noch mehr Infernage, Legierung. Ich weiß nicht, was es bringt, die alle aufzukaufen, aber ich habe halt irgendwie viel Geld und das ist halt, es scheint mir irgendwie sinnig zu sein, die Dinger zu kaufen. Weil das ist halt irgendwie nie verkehrt, irgendwie Zeug zu haben, ne? Und das ist jetzt übrigens der Handelsmodus, wo ich einfach die Sachen direkt verkaufe. Das hat halt den Nachteil, dass... infernalisches Eisen? Warte, aber das andere, was ich gerade gekauft habe, war infernalische Legierung, ne? Na, die brauchen wir bestimmt auch noch für irgendwas. Sonst hat er nichts, was ich verkaufen kann. Ich habe mittlerweile ziemlich viele Stoffhemden, die ich irgendwie... nicht so richtig mit einfangen kann. Stand hier jetzt noch was bei? Oh, die hat zigtausend Zeug bei. Kettenpanzer. 16 Rüstung. Aber gut, das Kettenpanzer zählt schon als schwere Rüstung? Metallstiefel athletisch. Ach ja, die hatte ich vorher. Wenn die Ketten, die Metallstiefel haben auch in gewisser Hinsicht was gebracht, ne? Ja, wir sind diese einen Typen losgeworden. Schmutzige Flasche? Schon mal. Achso, Waren verkaufen. Oh. Du hast recht, da ist der Knopf. Okay, gut. Wenn man sich die Knöpfe anguckt, dann sieht man das auch. Na Judy, denn sind wir erstmal glücklich mit ihm? Oder hat er noch welche Sachen, die mich irgendwie weiterbringen? Ich sehe da Rindenhaut. Oh. Dann rüstet das auf 16. Nicht schlecht. Das haben wir alles, ja. Nee, super, dann sind wir unser ganzes Zeug nämlich wieder los. Das auch ziemlich. Die Architekten müssen bemerkenswert gewesen sein. Rotte? Tired! Sleep! Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Ketheric Thorm. Oh. Ketheric Thorm. A familiar name. Halsin mentioned his stronghold deep underground. Oh. Also das Vieh erinnert sich daran, dass er den Schatten von diesem einen Anführer verspürt, den eigentlich Olle Halsin besiegt haben soll, den Anführer der dunklen Justiziare. Und wie alt sind diese Viecher? Egal, der Anführer der dunklen Justiziare. Mighty Elf, cloaked in darkness. 10 masters ago. And 10 more. But I remember. There was the work and the blood. There was the Thorm's army. There was the Hellbeast that broke them. Oh. The Ketheric Thorm's name faded into stone until the Nier came. What did the plot things?
Also das ist eine Höllenbestie, hat den guten Catherick Storm besiegt und Olenir, also die wahre Seele, die hier unten rumhängt, hat anscheinend irgendwas getan, um es zu befreien. Tiefling, welche wie ich mit Hörnern? No. Bigger. Angrier. I saw tusks and flesh. Smelled fire and eggs. It came with the masked men. Crashing. And smashing. Hm. Das Vieh kam mit den Maskenmännern und das ist das. Beeindruckungsgedächtnis, wie alt bist du genau? I outlived my mother and her mother's mother and many mothers beyond. Blessed to see many live, cursed to see many die. Aha. Das Vieh ist echt lange her. Was hat Nair damit zu tun? I know not, so I say not. Yet I hear his name again, said by the shadows. Ah ja. Also er weiß es nicht, aber trotzdem. Also erstaunlich viele Informationen, die wir hier aus so einem Rothvieh rauskriegen. Na gut, das war auf jeden Fall das. Und hier hinten liegen anscheinend Skelette und Leichen, die bestimmt nicht lange tot bleiben. Das sehen wir dann gleich. Aber... Alter. Das ist alles noch Akt 1, ne? Okay, gut, wir haben anscheinend noch ein bisschen was zu tun. Aber das alles beim nächsten Mal, wenn es da wieder heißt Baldur's Gate 3. Macht's gut, bis dahin. Ciao.